Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Look Fantastic Valentinstags-Edition 2024. Und wenn du mit mir reinschauen möchtest und Bock drauf hast zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe sie jetzt zugeschickt bekommen, die kam jetzt am Wochenende, aber mir hat meine Betreuerin, so nenne ich das ja immer so freundlich, gesagt, dass sie heute am 23.01. dann auch rauskommt. Das heißt, heute kommt das Video online und ihr könnt diese Edition, die normalerweise 65 Euro kostet, mit meinem Code CLAUDIWELT 5 Euro günstiger bekommen und dann kostet sie 60 Euro, hat einen Warenwert von über 235 Euro und wenn du über den Link in meiner Infobox gehst, bekomme ich eine kleine Provision. Wenn du möchtest, kannst du mich da sehr gerne supporten. Genau. Wunderschön, oder? Wir haben hier das wirklich groß in so einem Briefumschlagsdesign und dann steht hier drin, you look fantastic und das ist halt von Look Fantastic. The Box, eine Limited Edition und Look Fantastic ist da ja ganz heiß mit ihren Limited Editions. Ich finde es total großartig, dass die auch in diesem Jahr wieder so schöne Sachen haben und uns damit hoffentlich glücklich machen können. Süß ist übrigens, dass wenn du das dann aufklappst, ist es eine Schublade, also ist es wirklich so gesehen als Geschenk, ne? Also dass man das halt so verschenken kann und ja, also das finde ich echt hübsch gemacht, denn das ist also eine tolle Geschenkverpackung. Muss sie gar nicht einpacken, hast du ja schon verpackt. Ich sehe hier sehr, sehr, sehr interessante Sachen schon auf den ersten Blick. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein. Wir stöbern mal ein bisschen durch. Ich habe jetzt eine zugeschickt bekommen und nicht noch irgendwie eine zweite zum Verlosen. Aber ich mache trotzdem, weil es ist ja eine Valentinstags-Edition. Und am Valentinstag geht es ja um Liebe, um Schenken und so weiter. Nein, es geht nicht um Schenken, es geht um Liebe. Und ich möchte euch Liebe zurückgeben, weil ihr mir so viel Liebe gebt. Und deswegen verlose ich einfach ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau einfach mal super gerne vorbei. So, es ist hier sehr, sehr viel drin. Es ist aber nicht zu prall gefüllt. Das heißt, theoretisch, wenn man noch irgendwie ein ganz besonderes Valentinstagsgeschenk hinzufügen möchte, hätte es hier drin auch noch ein bisschen Platz. Ne? Ich starte einfach mal mit einem Produkt von Morphe. Und zwar ist es die Neutral Territory 9T Artistry Palette. So schaut die aus. Ich wusste nicht, dass wir auch Morphe bei Look Fantastic finden. Denn die haben ja dort auch so einen Online-Shop, ne, wo man vorbeischauen kann. Und ja, halt auch echt tolle Marken und so findet. Da stelle ich euch ja auch immer wieder was vor. Aber wie gesagt, Morphe habe ich da noch nicht gesehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Marke, die ich so bei mir habe, weil die ja auch schon den einen oder anderen Skandal hatten. Schaut so von der Verpackung aus. Erinnert mich einfach von der Größe, von der Form und auch von der Haptik ein bisschen an Colourpop. Und Morphe hat sehr, sehr gute Qualitäten bei den Lidschatten und auch generell, ne, bei der Schminke und so weiter. Wir haben hier wirklich, wie es schon drauf stand, eine neutrale Palette. Ich glaube, bei mir persönlich würde ich hier auch ein heller Schimmerton fehlen. Wir haben 3 Schimmertöne drin und die restlichen 6 sind matt. Du kannst damit schöne Alltagslook schminken, definitiv. Ja, ist jetzt für mich keine Palette, die bei mir bleiben wird, aber ich glaube, dass sie sehr, sehr gut in so einer Box aufgehoben ist. Denn mit sowas, also mit solchen Farben, machst du eigentlich kein Problem, also hast du kein Problem, du machst damit nichts falsch. Sowohl wenn du dir das selber kaufst und dann halt einfach für dich diese Palette da hast, als auch wenn du die verschenkst, weil nicht jeder mag ein lila Lidschatten. Ne? Das ist halt immer so eine Sache, aber ich glaube, also wie gesagt, ne? Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare gleich sowieso, welches Produkt euer Lieblingsprodukt aus der Box ist, aber was ihr auch so von diesen Arten von Paletten in Beautyboxen, in Mysteryboxen und so weiter haltet. Ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut. Ne? Dann habe ich hier als nächstes ein Produkt von Elemis. Das passt natürlich richtig gut, weil Elemis ist ja auch sehr hochwertige Pflege. Pro Collagen Morning Matrix, eine Tagescreme. Oh, das ist richtig hochpreisig, Leute. 30 Milliliter. Und das ist natürlich richtig geil. Also ihr bittet mich ja auch immer wieder drum, dass ich ein bisschen mehr was von Elemis teste, weil auch Elemis Marine Kosmetik ist, genauso wie Dalton. Ne? Dalton und ich, wir sind ja große Freunde. Aktuell habe ich, glaube ich, den Code new-claudi für 25% Rabatt. Wenn du möchtest, kannst du gerne dort vorbeischauen. Das ist halt eine Pflege, die ich sehr, sehr viel verwende und auch mega empfehlen kann. Einfach, weil ich sie sehr gut kenne. Ne? Aber hier habe ich jetzt, wie gesagt, Elemis, auch eine sehr schöne Marke. Die haben auch gute Produkte. Ich mag sehr, sehr gerne von denen zum Beispiel die Abschminkbombs. Und hier habe ich eine Tagescreme, die ich auf jeden Fall da mal verwenden werde, um euch da auch was zu sagen zu können.
Nee, die habe ich, glaube ich, nämlich noch nicht da. Ich meine, dass ich so Nachtcremes auch mal getestet habe. Die sind halt sehr mild formuliert und die funktionieren bei mir halt tatsächlich auch sehr, sehr gut. Was mir persönlich so als kleines Zwischenfazit generell zu Elemis, ne? Was mir bei Elemis manchmal ein bisschen fehlt, wenn ich da halt auch die Produkte für mich persönlich in Anwendung nehme, sind halt die Wirkstoffe. Also die finde ich, also ich habe eine gute Basispflege bei Elemis und auch gute Abschminkprodukte und so, aber mir persönlich fehlt da einfach so dieses kleine i-Tüpfelchen und deswegen habe ich halt entschieden, dass ich ja, das manchmal so mit reinnehme. Jetzt aktuell habe ich zum Beispiel auch den Cleanser in Anwendung, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr mild. Aber ja, ich bin halt, ihr wisst das von mir, ich bin Dalton Girl. Trotzdem freue ich mich, dass ich sowas drin habe, weil dann kann ich sowas testen. Hier habe ich einen Kiss-Mix von Eve Lom drin mit 7 ml. Eine Lippencreme, das ist ja cool. Eve Lom muss ich gleich mal riechen. Ne? Manchmal haben die Produkte, die ich wirklich, wirklich gut finde, aber wenn ich das direkt unter der Nase verwende, ich hoffe nicht, dass es so intensiv riecht. Die hatten ja auch, glaube ich, im Elemis Adventskalender so eine Maske mit drin. Ne? Die war für mich persönlich, boah, einfach ein Stückchen zu krass unterwegs, sodass ich die auch nicht lange auf dem Gesicht lassen konnte. Ich glaube, die arbeiten viel mit ätherischen Ölen oder so. Da muss halt jeder für sich immer selber auch schauen, welche Pflegelinie, welche Pflegemarke für einen halt am besten funktioniert und auch am besten passt, weil jede Haut ist ja auch einfach anders, ne? Aber Lippenpflege mag ich gern. Ich habe aktuell sehr, sehr trockene Lippen. Einfach wegen der kalten Heizungsluft und so kam das viel. Nee, die riecht erfreulicherweise sehr neutral. Das kann was werden, weil pflegetechnisch ist Eve Lom sehr, 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 sehr gut. Also das muss ich wirklich sagen. Die Produkte, die ich verwendet habe, hatten echt eine gute Pflegewirkung. Mich hat halt immer der Duft so ein bisschen gestört. Das ist angenehm. Also hier habe ich keinen, das finde ich gut, keinen großen Duft. Und sowas ist halt eine schöne Sache, die ich mir dann ans Bett stelle, ne? Da habe ich dann meistens so meine Pöttchen und die mache ich mir dann über Nacht drauf, wie so eine Art Nachtlippenmaske. Und manchmal, ich werde aktuell sehr, sehr oft noch nachts wach, eben wegen meinem Julius, meinem einjährigen kleinen Sohn. Und auch wegen Sammy, weil Mr. Wow ist jetzt auch schon ein bisschen älter. 9? 8? 9? Sammy, wie alt bist du? Ich glaube 9, ne? Und dann muss der Mr. Wow halt auch mal ein bisschen öfter raus. Naja, auf jeden Fall verwende ich sehr häufig und sehr gerne Lippenpflege. Und natürlich sehr passend für Valentinstag, ne? Kusslippen. Ist auch sehr schön. Was habe ich hier? Also wir haben hier echt krasse Produkte drin. Also sehr, sehr hochpreisige Marken. Rodial Soft Focus Glow Drops Illuminating Ultimate Glow Primer 31 ml. Das ist so witzig. Ich mache aktuell, also ich mache einen Declutter von meiner Schminksammlung nach und nach. Die kommen jetzt auch demnächst endlich mal online. Also zwei habe ich schon gefilmt. Meine Primer und meine Foundations, die kommen demnächst auch online. Und ich habe jetzt bei dem Primer nämlich auch den von Rodial in den Händen gehalten. Und der war aber auch schon 3 Jahre oder 4 Jahre alt. Der war echt schon gekippt, aber sehr, sehr gut. Das ist so ein hochpreisiges Produkt und so perfekt passend für den Valentinstag, Leute. Richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Und der hat einen soften Glow auch wirklich mit dabei. Der ist leicht rosa. Das heißt, wenn man vom Ton her eher so ein bisschen wärmer unterwegs ist oder so, könnte das vielleicht ein bisschen sehr auffällig sein. Bei meinem neutralen, kühlen Hautunterton ist das wirklich großartig. Und ich mache ja auch immer meine Full-Face-Beauty-Boxen-Schminkis und da wird das auch mit reinwandern. Definitiv, das finde ich richtig geil. Also ich muss nur zusehen, dass er mir dann nicht wieder kippt. Den muss ich dann auch wirklich aufbrauchen, das muss ich wirklich sagen. Und ihr seht, ne, der ist halt wirklich leicht rosa. Auf meinem Gesicht siehst du das Rosane nicht. Ne, das verschwindet halt einfach. Aber ich glaube, wenn man, wie gesagt, vom Teint her etwas wärmer unterwegs ist, könnte das schwierig werden. Du hast ja auch nicht so groben Glitzer drin oder so. Das ist sehr, sehr subtil. Ich finde es toll. Ich meine, dass da sogar auch irgendwas mit Pflege drin war oder so. Niacinamide, genau. Siehst du? Wusste ich es doch. Und Squalan. Squalan ist auch so ein bisschen ölig. Da musst du da ein bisschen aufpassen mit der Foundation, die du danach drüber gibst. Weil wenn du dann halt eine Foundation verwendest, die zum Beispiel wasserbasiert ist, Öl und Wasser verträgt sich halt nicht so immer so gut. Aber Squalane sind sehr, sehr gut. Das ist eigentlich die vegane Variante zu Kollagen. Ist das, ja, es ist auch ein veganes Produkt, siehst du? Das ist schon mal ganz cool. Und ich wurde auch mal gefragt, wie man halt herausfindet, ob das Squalan, was in den Produkten drin ist, auch wirklich vegan ist und halt nicht irgendwie,
tierisch hergestellt ist. Zum einen, wenn hier vegan draufsteht, das ist so ein Indikator. Und wenn oder wenn du in den Inhaltsstoffen nicht Squalan, sondern Phytosqualan zum Beispiel liest, dann ist das, also hier steht nur Squalan, glaube ich. Warte, ja, hier steht nur Squalat drin. Aber manchmal steht hier Phytosqualan und dann ist es quasi, ich glaube, pflanzlich gewonnenes Squalan. Ansonsten ist das chemisch gewonnen. Ich keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann vegan, weil hier vegan auch draufsteht. Genau. Klasse. White Star Grass, weißes Sternengras, auch das sehr interessant, ne? So, Pflege ist ja aber auch noch weiterhin mit dabei von Beauty Works Professional Pearl Nourishing Argan Oil Mask. Wie groß kann eine Maske sein? Ja, mit Arganöl und Milchproteinen für Hydration für die Haare. 250 Milliliter, das ist sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Also riesig, finde ich klasse. Bei der Look Fantastic The Box, also bei der generellen Abo-Box, die ich euch auch mal in der Infobox verlinke, finden wir oft etwas kleinere Produkte, weil die halt von hochwertigen und hochpreisigen Marken sind. Und hier haben wir einfach nur Full-Sizes drin. Das ist schon krass. Wirklich für 65 bzw. dann mit Code 60 Euro finde ich richtig, richtig geil. Ja, für die Haare mit Keratin habe ich ja schon gesagt, ne? Und Arganöl. Ne, Keratin hatte ich gar nicht gesagt, habe ich jetzt gesagt. Und das wird meinen Haaren auf jeden Fall gut helfen. 5 bis 10 Minuten lässt du es drin. Also kann man dann quasi, wenn man das einwirken lässt, einfach seinen Körper zum Beispiel peelen, rasieren, was auch immer, ne? So mache ich das meistens von meiner Routine her. So. Und dann habe ich hier noch was drin von Kiate, das Ciate London. Da hatte ich mal ein komplettes Full Face auch mal gedreht, weil Ciate eben öfters auch in der Look Fantastic Beauty Box vertreten ist. Und ich das so interessant fand. Und dann habe ich mir noch ein paar Base-Produkte noch so hinzugekauft. Und ja, hier haben wir den Velvet Lip Liner drin. Ich meine, den müsste ich dann halt auch da haben, aber ich weiß nicht, ob ich auch diese Farbe habe. Das ist die Farbe Coco. Ich meine schon. Kommt mir nämlich jetzt von der Farbbezeichnung sehr bekannt vor. Genau. Und das ist nämlich gar nicht Coco im Sinne von, ich bin ein brauner Lip Liner, sondern es ist so ein, ja, fast schon Dunkelbeereton quasi. Sehr, 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 sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch, ne? Schon relativ dunkel. Da muss man dann gucken, mit welchen Looks man das so kombiniert. Aber du hast ja quasi durch die Lidschattenpalette hier vorgegeben, dass du einen relativ neutralen Look hast. Finde ich sehr hübsch. Du hast jetzt keinen Anspitzer mit dabei, das heißt, irgendwann ist die Spitze halt abgerundet. Aber fand ich auch, als ich den getestet habe, sehr, sehr angenehm, ist herausdrehbar. Sehr, 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 sehr gut. Mensch! Und dann habe ich hier das letzte Produkt. Hier unten steht was drin. Feel Fantastic. Och, wie süß. Und hier habe ich auch noch das, den Flyer. Valentine's Day Edit 2024. Genau, da kannst du nämlich noch ein bisschen mehr. Du hast ein digitales Heftchen hier, ne? Zum Papiersparen. Auf jeden Fall hast du passend zur Palette auch nochmal einfach Pinsel mit dabei. Ich glaube, wir freuen uns alle über Pinsel in Beautyboxen, weil man kann gefühlt nicht genug Pinsel haben. Ich liebe Pinsel. Ich habe da vorne so eine schöne Reihe stehen, schön sortiert nach Marken, ne? Und das ist die, oder das I Got This Set mit 4 verschiedenen Pinseln. Und die Morphe-Pinsel, Leute, die sind so gut. Ich weiß noch damals, jeder und seine Mutter hatte Morphe-Pinsel, wenn man bei YouTube so auch geschaut hat, weil die einfach eine richtig, richtig gute Qualität haben. Und hier haben wir drin einen Oval Shadow Brush, den Pro Firm Blending Crease Brush, den Tapered Mini Blender Brush und den Engel Liner Blush Brush. Nein, den Engel Liner Brush. Mensch. Damit kannst du auf jeden Fall einen wundervollen Augenlook schminken und dir auch mit dem einen oder anderen, genau, dann auch fast schon eine Cut Crease ziehen und so. Sehr, sehr schön. Wirklich cool. Also das ist die Valentine's Day Box und ich finde, damit hat Look Fantastic auch wieder eine richtig, richtig gute Limited Edition Box rausgebracht und ich feiere es jedes Mal. Ich glaube, aktuell ist sogar die Parfüm-Edition wieder verfügbar. Wie gesagt, gerne in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch mal den Link dazu reingesetzt zu den Limited Edition Boxen. Da ist halt auch diese jetzt mit dabei. Und das Einzige, was mir persönlich so, ne, fehlen würde, wäre vielleicht ein Produkt noch für die Körperpflege. Ansonsten hast du ja wirklich alles mit dabei. Was fürs Gesicht, was für die Haare. Dekorative Kosmetik und das ist einfach toll. Tools hast du auch mit dabei. Und da finde ich, ist Look Fantastic echt gut mit unterwegs, dass die uns sehr, sehr schöne Boxen geben, die wir für ein, ja, im Verhältnis gesehen, sehr schmalen Taler, nämlich nur ein Viertel des Preises, ne?
kaufen können. Und ich glaube, das macht uns alle schon ziemlich glücklich, oder? Schreibt gerne euer Highlight-Produkt in die Kommentare und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.